Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Studierst du Medizin und hast vielleicht jetzt im Herbst dein Physikum oder in einem der kommenden Semester und möchtest wissen, wie du dich optimal vorbereiten kannst und hast vielleicht noch offene Fragen, weißt nicht genau, wie du das Ganze angehen sollst, dann bist du hier genau richtig. Ich gebe dir nämlich jetzt meine 5 Top-Tipps für die optimale Physikumsvorbereitung. Ja, die erste Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist: Wann soll ich denn anfangen mit dem Lernen? Wie hast du das gemacht? Und ja, die Antwort ist, es gibt da keine Pauschalantwort, die für jeden gilt. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einmal hängt es natürlich davon ab, ob du deine mündliche Prüfung vom Physikum vor der schriftlichen Prüfung hast oder danach. Wenn du sie davor hast, dann würde ich schon früher anfangen, als wenn die mündliche Prüfung dann erst danach kommt. Außerdem hängt es natürlich davon ab, welche Ansprüche du an deine Note, also an dein Ergebnis hast. Wenn du nur irgendwie durchkommen willst und ja, mit einer 4 zufrieden bist, dann kannst du natürlich viel, viel später anfangen, als wenn du wirklich das bestmögliche Ergebnis haben willst, eine 2 oder eine 1 zum Beispiel. Und ja, bei mir war es so, ich hatte meine mündliche Prüfung vor der schriftlichen Prüfung. Meine mündliche war Ende Juli, also ich hatte im Herbstphysikum. Ende Juli war meine mündliche Prüfung und Ende August war dann die schriftliche Prüfung. Das weiß ich noch wie heute, der 20. und 21. August. Ich glaube, das bleibt mir für immer im Gedächtnis. Ja, und ich habe es so gemacht, ich habe während des Sommersemesters begonnen, parallel Sachen zu wiederholen. Bei uns hat das Sommersemester Mitte April damals begonnen und da habe ich dann auch so langsam angefangen, nebenher, neben dem Semester, Sachen zu wiederholen. Und ja, am Anfang war das noch nicht so umfangreich, da habe ich eben so ein bisschen gemacht und habe mich nach und nach gesteigert vom Umfang her und auch von der Dauer, wie viel ich täglich gelernt habe. Und ja, wenn man so das, wenn man mal nachrechnet, dann habe ich also ungefähr gut 3 Monate vorher begonnen. Ja, Freundinnen von mir, die haben so Anfang Mai begonnen, manche später, manche früher. Also wie gesagt, das ist ganz individuell. Aber wenn du, also bei mir war es so damals, ich wollte das bestmögliche Ergebnis erreichen und wenn du das auch möchtest, wenn du einen hohen Anspruch an deine Note hast oder wenn du wirklich das meiste rausholen willst, dann sind 3 Monate vielleicht ja, eine ganz gute Richtlinie. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie gut du die Sachen schon gelernt hast. Ja, also das ist natürlich auch klar, wenn du während der Semester noch fast gar nichts mitgelernt hast und noch keinen Überblick hast, dann würde ich dir natürlich empfehlen, dementsprechend früher anzufangen. Wenn du demgegenüber während der Semester schon gut mitgelernt hast, wenn du in den Klausuren schon ja, die Sachen gut drauf hattest, dann kannst du natürlich auch dementsprechend ein bisschen später anfangen. Und wovon es natürlich auch abhängt, ist davon, wie gut du lernst. Ja, also wie gut du dir von Natur aus schon Sachen merken kannst. Bei manchen ist es ja so, die schlagen das Buch auf, lesen sich das einmal durch und zack ist es im Gedächtnis. Und bei anderen ist es eben ein bisschen anders. Die brauchen dann viele Wiederholungen und dementsprechend länger braucht man dann eben auch, um das gleiche Wissen in den Kopf zu bekommen. Also nochmal zusammengefasst. Wenn du das meiste rausholen willst und wenn du während des Semesters schon einigermaßen gut mitgelernt hast, dann kann ich dir so als grobe Hausnummer sagen, so 3 Monate vor deiner ersten Prüfung zu beginnen. Also egal, ob du dann das mündliche oder das schriftliche zuerst hast. Wenn du nur irgendwie durchkommen möchtest und während der Semester aber auch schon so ein bisschen was mitbekommen hast, dann reicht es vielleicht auch, wenn du dich an diversen 30 Tage oder 50 Tage Lernplänen orientierst. Das bringt uns gleich zur zweiten Frage und zu meinem zweiten Tipp. Ja, soll ich mit dem Lernplan lernen? Wenn ja, welcher? Welcher ist am besten? Brauche ich einen Lernplan? Brauche ich keinen? Auch hier ist meine Antwort und mein Tipp wieder, es ist ganz individuell. Guck, was für dich stimmig ist, was für dich passt und wobei du dich am wohlsten fühlst.
Bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich nur an die Stoffmenge gedacht habe, habe ich mich schon erschlagen gefühlt und ich wollte dann sofort anfangen, irgendwas zu lernen und ich habe irgendwie kreuz und quer Sachen wiederholt, ja, einen Tag mal Anatomie und dann zwischendurch mal was in Biochemie, dann mal was in Physiologie und ich habe das irgendwie ganz intuitiv gemacht und habe mir die Sachen rausgepickt, wo ich in Anführungsstrichen am meisten Lust drauf hatte. Und Freundinnen von mir wiederum, die haben sich am Anfang hingesetzt und haben sich einen Überblick verschafft über den ganzen Lernstoff und haben sich dann einen persönlichen Lernplan erstellt. Mir persönlich wäre das damals viel zu viel Aufwand gewesen. Ich habe mir gedacht, oh Gott, in der Zeit, da könnte ich doch schon so viel lernen. Ja, für meine Freundin hat es gut funktioniert. So ein Lernplan gibt natürlich auch Sicherheit, wenn man sich denn dran hält. Andererseits kann ein Lernplan auch einen ganz schön unter Druck setzen, wenn man zum Beispiel einen Tag nicht so gut drauf ist oder mal einen Tag irgendwie Pause braucht und oder nicht durchkommt mit den Sachen, die man sich vorgenommen hat und dann häuft sich alles an. Für mich persönlich wäre das dann eher ein Druck gewesen. Ja, dann gibt es natürlich auch vorgefertigte Lernpläne, 30 Tage, 50 Tage. Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr knapp bemessen für die Menge an Stoff, die man drauf haben muss fürs Physikum. Also mir wäre das viel zu kurz gewesen, nur 30 Tage. Aber wie gesagt, es hängt auch davon ab, welche Ansprüche du an deine Note hast. Also, nochmal zusammengefasst, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder du machst es wie ich, du lernst einfach ins Blaue hinein, lernst, worauf du am meisten Lust hast, überlegst natürlich klar, welche Themen fehlen mir noch. Ah ja, das wiederhole ich noch, das wiederhole ich noch. Also bei mir hat es damals gut hingehauen. Entweder du machst es so, oder du schreibst dir einen ganz persönlichen Lernplan, machst dir einen Überblick über den Stoff. Und überlegst dir, wann lerne ich was. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du einen vorgefertigten Lernplan nimmst und dich einfach daran hältst. Der Vorteil ist, du musst nicht groß irgendwas dir ausdenken. Ja, der Nachteil ist, es ist fraglich, ob das wirklich funktioniert in so einer kurzen Zeit. Die dritte Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, mit was soll ich denn lernen? Welches Medium soll ich benutzen? Es gibt ja Unmengen. Es gibt die dicken Wälzer, es gibt die dünnen Wälzer, es gibt Skripte, es gibt Online-Lernprogramme, es gibt Vorlesungsfolien, es gibt eigene Zusammenfassungen. Ja, da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Meine Empfehlung ist schon mal, lass die ganz dicken Wälzer beiseite. Das ist einfach wahnsinnig umfangreich, das erschlägt einen. Es sei denn, du willst wirklich alles sehr, sehr in der Tiefe können. Du willst auf jeden Fall die Eins. Oder natürlich zum Nachschlagen. Oder auch, wenn dein Prüfer in der mündlichen ein besonderes Thema wirklich in der Tiefe abfragt. Dafür kannst du die nehmen, die dicken Wälzer. Ansonsten würde ich die eher beiseite lassen. Kurzlehrbücher reichen auf jeden Fall aus. Oder Skripte oder diverse Lernprogramme. Und was du nun von diesen nimmst, ja, also sei es Skripte, Kurzlehrbuch, Online-Lernprogramm, meine Empfehlung wäre, entscheide dich möglichst für eines und nimm das dann einfach. Bei mir war es damals so, ja, ich bin auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ich wollte dann natürlich ganz genau alles richtig gut zusammengefasst haben und ich habe mir wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Ich habe alles zusammengefasst und dann noch bunt angemalt und Sachen ausgedruckt und aufgeklebt und es hat so viel Zeit gekostet und beim Zusammenfassen selbst habe ich nicht wirklich viel gelernt. Also bei manchen ist es ja so, die schreiben irgendwelche Sachen und lernen dabei. Bei mir war das nicht so. Und wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich mir, glaube ich, diese Arbeit sparen und würde lieber ein Medium nehmen, wo die Sachen ja schon zusammengefasst sind. Das wurde ja schon gemacht für uns sozusagen und würde mir das nehmen und damit lernen. Dadurch kann man sich, glaube ich, enorm Zeit sparen. Die nächste Frage, die sich jetzt ergibt, ist natürlich, okay,
jetzt habe ich irgendwas, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt weiß ich, ich mache einen Lernplan oder ich mache keinen Lernplan, ich habe mich entschieden für ein Medium, mit dem ich lerne. Okay, und wie um alles in der Welt soll ich diesen ganzen Stoff jetzt hier reinbekommen? Und dann auch noch alles auf einmal parat haben? Wie soll ich in der mündlichen Prüfung das alles ausspucken können, sofort, wie auf Knopfdruck, wenn mich jemand danach fragt? Und wie soll ich diese ganzen Mengen im Schriftlichen parat haben? Das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Und ja, keine Frage, das Medizinstudium ist nicht ohne, also von der Stoffmenge her. Es kann einen schon an die Grenzen bringen, keine Frage. Aber es gibt Sachen, die einem helfen. Und ja, vielleicht wundert es dich nicht, natürlich kann ich dir hier an dieser Stelle empfehlen, mit Gedächtnistechniken zu lernen. Denn wenn du die Sachen einfach so lernst, wenn du dir beispielsweise ein Buch nimmst oder ein Skript, liest es einfach so durch, hast es vielleicht auch verstanden, guckst dir irgendwelche Formeln an, irgendwelche abstrakten Fachbegriffe und machst dir aber keine Bilder dazu oder keine Geschichten oder keine Gedächtnispaläste, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Ganze am nächsten Tag oder spätestens ein paar Tage später nicht mehr so parat ist oder vielleicht sogar ganz vergessen. Ja, wahrscheinlich hast du die Erfahrung schon öfters gemacht, also ich kenne das von mir. Als ich früher zum Beispiel ohne Gedächtnistechniken gelernt habe, dann war das oft so ernüchternd, als ich am nächsten Tag gemerkt habe, ach Mist, irgendwie, ich war mir doch gestern ganz sicher, ich hatte den Durchblick, ich war mir sicher, ja, das merke ich mir, und am nächsten Tag war es einfach weg. Und ja, hierbei können Gedächtnistechniken ungemein helfen. Und ja, schau in unseren Kanal auf YouTube, wir haben ganz viele Videos, wo wir dir kostenlos erzählen, wie das Ganze funktioniert, wie du es anwenden kannst. Wenn du persönlich nicht weißt, wie du es anwenden kannst, kannst du auch gerne ein Coaching bei uns buchen. Und ja, was ich dir natürlich auch empfehlen kann, sind unsere Lernpakete. Da musst du gar nichts selber machen, da musst du gar nicht selber aktiv werden sozusagen. Wir bauen nämlich für dich schon Gedächtnispaläste und Merkgeschichten und Eselsbrücken, verpacken das Ganze in Form von Videos, Audios und vielem mehr, und du musst nur noch auf Play drücken und dich berieseln lassen. Und ja, dass das Ganze funktioniert, haben wir jetzt schon 100, wenn nicht 1000-fach bestätigt bekommen. Genau, oft sitzen dann die Sachen schon nach einmal angucken, und dadurch kannst du natürlich enorm Zeit sparen und gleichzeitig dir die Sachen länger merken. Ich blende dir den Link unten ein, schau gerne vorbei, guck, ob das was für dich ist. Ja, ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Damals vorm Physikum hätte ich nicht selber Gedächtnistechniken angewandt, hätte ich nicht selber mir irgendwelche Merkgeschichten gemacht. Ich hätte nicht gewusst, wie ich diesen ganzen Lernstoff hätte bewältigen sollen und auch noch, ja, dauerhaft hätte abspeichern sollen. Gedächtnistechniken, ja, die sind was, da frage ich mich immer, warum machen das so wenige? Warum sind die so wenig populär? Und ja, genau hierbei wollen wir dich an die Hand nehmen und dich unterstützen, damit du nicht weiter so stupide auswendig lernen musst, sondern endlich gehirngerecht und effektiver und effizienter lernen kannst. Also schau vorbei in unserem YouTube-Kanal. Es gibt ganz viele kostenlose Videos, und auf unserer Homepage www.happyhippocampus.com. Eine weitere Frage, die ich mir damals häufiger gestellt habe und die wir auch häufiger gestellt bekommen, ist: Wie viele Stunden muss ich denn jetzt am Tag lernen? Was ist denn eine gute Anzahl an Stunden? Welchen Umfang am Tag an Stunden muss ich abdecken, um dann gut vorbereitet zu sein fürs Physikum? Und ja, leider kann ich dir auch hier wieder kein Patentrezept an die Hand geben. Auch das ist wieder total individuell, je nachdem, wie schnell du lernst, wie leicht du von Natur aus lernst oder ob du dir ein bisschen schwerer tust. Und natürlich auch, mit welchen Techniken du lernst. Mit Gedächtnistechniken zum Beispiel wirst du höchstwahrscheinlich viel weniger Wiederholungen brauchen, um das Ganze langfristig abzuspeichern. Also es gibt viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Und ja, ich kenne Menschen, die haben 10 bis 12 Stunden vielleicht am Tag gelernt, am Ende zumindest, als es direkt aufs Physikum zuging. Ich persönlich habe das fast nie hinbekommen. Am Anfang habe ich vielleicht so
5 Stunden am Tag gelernt, später dann ein bisschen das Ganze gesteigert. Aber das heißt nicht, dass ich dir das jetzt so empfehlen würde. Das Physikum und die Vorbereitung darauf, das ist was, das kann einen wirklich an die persönlichen Grenzen bringen. Und deshalb kann ich dir wirklich empfehlen, höre auf dich, mach dich nicht kaputt dabei. Was bringt's, wenn du nach dem Physikum am Boden bist und vielleicht ausgebrannt bist und du dafür eine Note 1 hast? Es bringt nicht so viel. Also hör auf dich, schau, dass es dir gut geht, such dir einen Ausgleich, nimm dir vielleicht Tage frei, nimm dir feste Tage, wo du dir vielleicht sagst, da mache ich jetzt mal gar nichts, da lasse ich einfach die Seele baumeln. Und auch bezüglich der Stunden, vergleich dich nicht mit anderen. Guck, was für dich passt. Und die Stunden, die du am Tag lernst, das sagt ja nichts darüber aus, wie viel du im Endeffekt gelernt hast. Ich würde dir empfehlen, lern lieber 5-6 Stunden am Tag effektiv und konzentriert, als irgendwie 10 Stunden, bei denen du dich durchquälst und eigentlich schon gar keine Reserven und Ressourcen mehr hast. Also, das ist mein Tipp zum Abschluss für dich. Hör auf dich, sorge gut für dich in dieser Zeit. Auch wenn du so viel lernen musst und wenn es höchstwahrscheinlich eine anstrengende Zeit wird, guck, dass es dir trotzdem gut geht und dass du nicht zu kurz kommst. Und ja, lerne mit Gedächtnistechniken. Mach's dir und deinem Gehirn nicht so schwer, mach's dir leichter und dadurch kannst du auch wirklich Zeit sparen und effektiver lernen. Okay, ich freue mich, wenn du bei uns vorbeiguckst, wenn du unseren Kanal abonnierst, aufs Glöckchen klicken, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und genau, schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei, www.happyhippocampus.com. Da kannst du dich auch zum kostenlosen WhatsApp-Verteiler eintragen. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Ich drück dir die Daumen. Ciao.